Hallo, willkommen bei Videoaktiv. Ich sitze hier vor dem im Wadi Sura, vor der berühmten Höhle der Schwimmer aus amerikanischen Patienten, mitten in der Sahara, ungefähr 800 Kilometer weg von jeglicher Zivilisation in jede Richtung. Weiter weg kann man nicht mehr und ich habe hier eine AX100 dabei, ein funktionsfähiger Prototyp, würde ich mal sagen. Er hat noch keine Seriennummer, aber er ist funktionsfähig und damit versuche ich hier 4K-Aufnahmen aus der Wüste zurückzubringen. Und damit mir das gelingt bei diesen hohen Kontrasten, die wir hier haben, hat mir die Firma Crossziel dankenswerterweise ein MB450 mitgegeben, also ein kleine Kompendium, das wir haben. Sehr wichtig, hier das Dachel, sprich French Flag, und damit ich auch mal gegen die Sonne überhaupt ankommen kann. Ansonsten versuche ich allgemeine Versandung zu vermeiden und ich bin jetzt schon 7 Tage hier unterwegs und noch funktioniert alles sehr gut, nahezu perfekt, müsste man sagen. Dass es funktioniert mit dem Kompendium, liegt daran, dass es für das kleine Kompendium innen einen Ring gibt für 62 mm, das ist der Frontumfang von der AX100. Insgesamt komme ich damit sehr gut zurecht. Die Bildkontrollmöglichkeiten haben sich als recht zufriedenstellend herausgestellt. Und es ist so, ich kann sogar bei Tageslicht im Monitor was sehen. Wichtiger ist aber, dass ich durch den Sucher was sehe, das funktioniert. Zusammen mit dem Peaking, das recht zuverlässig mir jedenfalls auf Rot, auf die roten Kanten zu funktionieren scheint, relativ exakt. Und ich habe den Focus Magnifier, der mir im Zweifelsfall das immer noch zeigt. Das einzige Problem ist, dass meine Reisegruppe, die hier sich in Form von Wissenschaftlern und ihren Assistenten in die Wüste bewegt haben, immer schnell wieder aufbrechen wollen und woanders hin. Und dann geht es manchmal recht schnell. Das hat ein Problem bei der Geschichte ist, bei meinem Gerät weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt in der Serie noch anders wird oder eben nicht. Das müsste man im Zweifelsfall dann jeweils beim Gerät selber ausprobieren, welche Softwareversion das ist. Der HDMI-Ausgang, der hier ist, für den hatte ich einen wunderschönen Monitor dabei. Leider aber ist es so, dass in dem Moment, wenn ich die Aufnahmetaste betätige, der Ausgang abgeschaltet wird. Das heißt, an der Stelle habe ich dann in dem Moment, wenn ich drehen muss, keine Bildkontrolle mehr. Das wäre sehr schön gewesen, dann hätte ich nämlich immer genau gesehen, ob es wirklich scharf ist. Ob meine Bilder scharf sind, das können Sie dann selber sehen. Wenn ich wieder zurück bin, dann stellen wir ein paar von den Szenen mal online. Vielleicht sind ja ein paar Schafe dabei. ولز الحربية ولز الحربية وهي معدية تدهش تحسبها جنية ولز وهي تحن تقول دا صوت ولاد الجن وسوق هادي وساكن وسوق هادي وساكن أنا مني للسواق تحية مني للسواق تحية قال السواق اللي الأقوى عربيه ساق وهي فز تشبه البراق وهي فز تشبه البراق وشبه حمام وهي مهدية شبه حمام وهي مهدية تشبه للبرق وهي فز تشبه للبرق تشبه للبرق في الظلمة والريح من شرق والريح من شرق أما الرملة تمرقها مرق تعديها بسرعة عادية تعديها بسرعة عادية قال السواق تحيه مني للسواق قال السواق اللي الأقوى عربيه ساق وهي فزة تشبه البراق تشبه البراق وشبه حمام وهي مهدية شبه حمام وهي مهدية تشبه للبرق وهي فزة تشبه للبرق في الظلمة والريح من شرق أما الرمل تمرقها مرق تعديها بسرعة عادية أما الرمل تمرق
طرقها مرق تعديها بسرعة عادية. السواقين تحيد شيخ السواقين السواقين ملولو ما كيفه اتنين ركبنا والمولى قصدين مولى قصدين صيدوا من وادي كراوين وقاس الزيت وشاف المية قاس الزيت وشاف المية للبيت الاثنين وناجوني للبيت الاثنين للبيت الاثنين بدري وعليه وهركبين يعني ركبين وكان عزة مال التنكين وقالوا لي هات الآلية قالوا لي هات الآلية هاتوا الخرطوش انا قلت لهم هاتوا الخرطوش هاتوا الخرطوش وكان عيالي ما يريدوش ما يريدوش وقالوا لي في البر وحوش في البر وحوش سلامتك يا بوش المنقوش جرت بنتي وجابتها لي جرت بنتي وجابتها لي يا ستار ركبنا وقلنا يا ستار يا ستار وسوقنا فني وجبار فني وجبار ولما عطاها